Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Tag der 30-Tage-Block-Challenge. Heute überprüfen wir deine bisherigen Erfolge und Herausforderungen und bereiten dich darauf vor, deine zukünftige Blogging-Strategie zu verwirklichen. Du hast in den letzten Wochen viel Arbeit investiert, um deinen Blog zu starten, und jetzt solltest du Ziele für deinen Blog setzen, während du voranschreitest. So wird es wahrscheinlicher, dass du deine Ziele erreichst. Und das liegt daran, dass, wenn du deine Ziele konkreter beschreiben kannst, du oft eine bessere Vorstellung davon hast, welche Art von Handlungen du machen musst, um tatsächlich zu diesen Zielen zu gelangen. Ein zu vages Ziel wäre beispielsweise, dass du einen erfolgreichen Blog haben möchtest. Nun, an diesem Ziel ist natürlich nichts auszusetzen. Allerdings ist das größte Problem mit dieser Aussage, dass sie dir keine klare Vorstellung davon gibt, welche Maßnahmen du wirklich ergreifen musst, um dieses Ziel zu erreichen. Du musst tiefer graben. Was bedeutet ein erfolgreicher Blog für dich? Wie sieht ein erfolgreicher Blog in deinem Kopf aus? Welche Art von Dingen macht ein erfolgreicher Blogger? Was würde er oder sie regelmäßig tun? Werde so konkret wie möglich und du wirst ein viel klareres Bild von den Handlungen bekommen, die notwendig sind, um das alles zu erreichen. Es ist auch wichtig zu wissen, warum man auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Zum Beispiel können spezifischere Ziele für einen erfolgreichen Blog folgende sein. Ich werde einmal pro Woche bloggen, um in den Themen gefunden zu werden, für die ich bekannt sein möchte. Oder ich werde mich zweimal pro Woche an Blogging-Communities beteiligen, um mich mit anderen inspirierenden Bloggern zu verbinden. Dann kannst du anfangen, darüber nachzudenken, wie du diese Ziele in Maßnahmen umwandeln kannst, welche du auch wirklich durchführen kannst. Es ist wichtig, dir realistische Ziele zu setzen, abhängig von der Zeit, die du in deinen Blog investieren möchtest. Wenn du also immer noch einen Vollzeitjob hast, kannst du damit beginnen, 2 Stunden pro Woche dafür zu widmen und diese Stunden langsam zu erhöhen, wenn du Gewohnheiten geschaffen hast, um konsistent zu bleiben. Das kann bedeuten, dass du ein großes Ziel für jeden Monat hast und nicht zu viele Ziele, sodass du dich fähig fühlst, sie zu erreichen. Dann brichst du dieses Ziel in mehrere Mini-Ziele für die 4 Wochen in jedem Monat auf und identifizierst die täglichen Handlungen, die dich dazu bringen, jedes der einzelnen Ziele zu erreichen. Einer meiner Lieblings-Produktivitäts-Hacks ist das Blocken von Zeit. Daher haben wir diese 30-Tage-Block-Challenge mit deiner Verpflichtung begonnen, Zeit zu blocken, um sie für das Wachstum deines Blogs zu nutzen. Du kannst nur eine Aufgabe auf einmal in deinem Zeitblock erledigen, damit du nicht abgelenkt wirst und die Dinge auf einmal und in Blöcken erledigen kannst. Dies fühlt sich so viel produktiver an, wenn du Zeitblöcke für verschiedene Arten von Aufgaben in deiner Woche planen kannst. Du wirst die Dinge effizienter erledigen, als wenn du versuchst, eine ganze Ladung von To-Dos in einer einzigen Sitzung zu erledigen. Schließlich solltest du nicht vergessen, dich mit nicht perfekten Handlungen fortzubewegen, da du alles im Prozess des Bloggens lernen wirst. Es wird sich nie alles perfekt anfühlen, wenn du einen Beitrag veröffentlichst, eine Gastblogging-Anfrage sendest oder ein Produkt auf deiner Webseite testest. Du musst nur anfangen und dich weiterentwickeln und es auf dem Weg dorthin verbessern. Die Beharrlichkeit, sich weiterzuentwickeln und zu lernen, mit deinen Handlungen zu experimentieren, ist es, was dir helfen wird, das Ziel eines erfolgreichen Blogs zu erreichen. Heute haben wir darüber gesprochen, wie du dir Ziele setzen kannst, während du mit deinem Blog weitermachst und wie du produktiv bleiben kannst und dich darauf konzentrierst, deinen Blog zu erweitern. Es ist wichtig, auf der guten Dynamik aufzubauen, die du bereits etabliert hast. Du hast in den letzten 30 Tagen großartige Gewohnheiten geschaffen und jetzt ist es an der Zeit, deine nächsten Schritte zu planen für Dinge, die deinen Blog auf die nächste Stufe bringen werden. Das ist alles für heute. Jetzt mach die Challenge von heute und bis morgen.